Hey Leute, was geht ab zu einem weiteren Video von Ryback? Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Valheim und dessen Zukunft. Was meint ihr überhaupt? Wie wird sich Valheim entwickeln? Wird Valheim in 3, 4, 5 Monaten immer noch genauso ein Hit sein wie jetzt? Oder wird uns danach die Langeweile tristen und wir werden das Spiel einfach ad acta legen und halt vielleicht einfach mal so nebenbei spielen? Ja, was plant dieses Entwicklerteam? Beim Entwicklerteam muss man gleich sagen, das sind nur 5 Leute, deshalb dauert das auch alles ein bisschen, was sie da machen. Aber dafür, dass es nur 5 sind, muss ich sagen, haben die schon eigentlich Großes geleistet. Welche Updates sollen noch kommen? Ganz einfach, das erste Update, was kommen soll, nennt sich Herd und Heim. Das soll sich ein bisschen fokussieren, mehr auf neue Rezepte, auf neues Essen, so dass wir da halt gewisse mehr Sachen herstellen können. Vielleicht, das ist leider noch nicht bestätigt, vielleicht gibt es ja dann auch ein paar neue Möbel, dass wir unsere Inneneinrichtung vielleicht ein wenig schöner gestalten können. So, damit wir dann halt, sag ich mal, etwas schöner wohnen können, als so wie wir jetzt gerade wohnen. Das zweite Update nennt sich Kult der Wölfe oder Kult des Wolfes. Das bezieht sich mehr auf Erkundung und auf den Kampf. Laut Entwickler soll es wirklich neue, spaßige Begegnungen, ja, die ein bisschen andersartig sein sollen, geben für die Spieler. Vielleicht haben wir dann ja die Möglichkeit, Kombos zu schlagen, die vorher nicht möglich sind. Oder, ja, ich weiß nicht, wir können neue Emotes einbauen, dass wir laufen und dabei hinfallen. Ich weiß nicht, was er halt unter spaßigen Begegnungen meint. Vielleicht wäre es ja wirklich schön, dass wir halt sogar Spezialattacken bekommen. Das dritte Update soll sich mit dem Biom See beschäftigen. Es nennt sich nämlich Schiffe und See. Da soll das Ozean oder das Seebiom ein bisschen weiter ausgebaut werden, so dass wir da wahrscheinlich auch Aufgaben auf dem Seegebiet bekommen. Vielleicht können wir dann auch große Segelboote bauen, mit denen wir explizit halt meinetwegen Fische fangen können oder was auch immer. Wie gesagt, da ist er halt noch nicht spruchreif, was genau kommen wird. Fakt ist halt nur, dass das Seegebiet etwas belebter sein soll und dass es halt Schiffsanpassung geben soll. Dann das vierte Update, wollen sie ein neues Biom einführen, das nennt sich dann das Nebelland oder auf Englisch Mist. Da sollen wir die komplett neue Palette bekommen von neuen Gegnern, neue Gegenstände, neuen Boss, neue Ressourcen. Finde ich ganz interessant. Was ich aber allerdings als schwierig erachte, ist es halt wirklich, dass man sagt, pass auf, nicht, dass es nachher, ich nenne es jetzt mal Kohn Exiles, ist ein gutes Beispiel gewesen, wo ich einfach nur durchgerusht bin, schnell den Gegenstand gemacht habe und dann konnte ich gewisse Sachen überspringen, so dass halt die Anfangssachen absolut nutzlos nachher waren. Das ist natürlich schwierig zu balancen, umso mehr Rohstoffe ich habe, umso schwieriger wird das Balancing aufrechtzuhalten. Nicht, dass ich nachher irgendwelche Sachen finde im Anfangsgebiet, wo ich einfach nur noch dran vorbeilaufe, das wäre halt ein bisschen schade. Wann soll das alles kommen? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, es sind ja leider nur 5 Leute, die das machen. Und auf der Agenda von diesen 5 Leuten steht halt definitiv erstmal Bugfixing. Die wollen halt erstmal alle Bugs beseitigen, die es in diesem Spiel gibt. Und dann kommen die Updates. Auf jeden Fall soll das fertige Spiel irgendwann dann über 9 Biome verfügen. Jedes Biom soll seinen eigenen Boss haben. Und sie wollen noch mehr Minibosse einführen. Ich denke, die werden halt irgendwelche besonderen Belohnungen bringen. Oder super Ressourcen, die man halt sammeln möchte, muss, was auch immer. Finde ich nicht schlecht, weil halt nur dieses Bossgeklatsche einmal, dann ist man durch, ist ein bisschen schade. Und mit Minibossen so finde ich die Abwechslung schon eindeutig besser. Ja, was meint ihr? Seid ihr mit Valheim immer noch zufrieden oder nicht? Oder was wünscht ihr euch? Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Und dann werden wir sehen, was nachher die Updates bringen, wie gut die sind. Ja, das war's dann auch zu diesem Video. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ich bin raus.